Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner. Diesmal tatsächlich im Snow. Jetzt haben wir endlich den Weg in den Schnee, in die Berge nach Alaska gefunden. Gut, Upgrade-Wachturm. Wo ist der Wachturm? Der ist da dort hinten. Die Karte ist kleiner, oder? Die ist deutlich kleiner als die anderen Karten. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier haben wir eine Karre stecken. Hier sind wir. Hier ist Steinschlag. Okay, also hier kommen wir wahrscheinlich... Hier ist Felssturz. Da ist Felssturz. Die gehören ja zusammen. Steinschlag gehört hier zusammen. Hier ist sehr viel Wasser und da ist ein Upgrade. Wir könnten uns hier rauswurmen. Und dann hier lang. Das war diese Abkürzung hier, ne? Und dann erstmal hier in Richtung Upgrade. Hoch. Und dann... Na. Da ist der Wachturm. Ja, und dann in diese Richtung irgendwie. In Richtung Wachturm. Und dann werden wir den Wachturm auch haben. Huch, war. Dann versuche ich mal an die Upgrades zu kommen. An die, wo wir relativ schnell rankommen können. Ja, ist hier, das ist hier echt ein gemeines Stück. Tiefschnee. Da muss er sich irgendwie durchschaufeln. Oh nein. Mist. Shit, jetzt habe ich den Baum mit einem Mal gleich rausgerissen. Das ist natürlich nicht so praktisch prickelnd. Komme ich vielleicht zurück? Kann ich mit dem Baum ranziehen? Okay, jetzt hänge ich da ziemlich dämlich drin. Das ist... Was ist H? Motor unterdreht. Kapier ich nicht. Na komm. Kann doch so schlimm nicht sein hier. Das liegt an der mangelnden Bodenfreiheit, glaube ich. Na. Komm schon. Ist doch nur das Stück darüber, Mann. Ein bisschen hin und her lenken. Ah, ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon, ja. Wie kann man sich denn so festfahren?
Ja, Speicher hier. Ja, ja, Speicher ruhig hier, wo ich da gerade so schön drin hänge, ne? Ah! Okay, ich dachte, ich habe den Baum gar nicht gesehen. Ich dachte, da ist gar nichts mehr. Oh, Vollgas, komm. Raus aus dem fetten Tiefschnee hier. Oh, endlich. Ja, raus aus dem Schnee, rein in den Matsch, ne? So. Okay, also vom Steckenbleiben schenkt sich Michigan und Alaska hier gar nichts. Also der Matsch ist da. Der ist halt hier vom Schnee bedeckt, dass man ihn schlechter sieht. Dass man später sieht, wenn man reinfährt und dass man nicht mehr rauskommt. Naja. Irgendwann werden wir auch hier unsere Wege kennen. Ah, jetzt sind wir hier an dem Stück Wasser. Ja, sieht schon tief aus, ne? Soll ich es mal probieren? Ich glaube, das lasse ich lieber. Das ist zu tief. Da falle ich bestimmt rein. Da kippe ich um und falle dann ins Wasser rein. Ja, nee, da probiere ich es lieber hier mal. Hier durch. Rums. Oh. So, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Moment, ich gehe mal rein. Hä, warum kommt man mit der Innenansicht so viel besser voran? Das verstehe ich nicht. Okay, und dann so leicht links. Da stecke ich jetzt fest, oder was? Sieht immer so aus, wie wenn man mit der Innenansicht voll gut durchkäme. Ja. Gut, plumps. Bitte einmal aufstellen. Oder einmal darüber. Einmal ganz rumwerfen vielleicht. Oder so. Ja, wunderbar. Ja, fahr ich halt rückwärts hoch. Da ist ein Upgrade. Okay. Ist das Upgrade?
Huch. Rums. Upgrade, ich komme. Hallo. Schon da. Zack. Aktivierbarer Allradantrieb. Für aktuellen Truck nicht verfügbar. Okay. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hier. Hier steckt diese Royal BM irgendwas. Komme ich denn hier irgendwie durch? Wie tief ist denn hier das Wasser? Ja, ich stecke schon dann so ein bisschen. Nein, ich will einen anderen Punkt. Hallo. Ich möchte gern den Punkt hier. So, na also, geht auch. Gucken wir mal, ob ich hier durchkomme. Wo bin ich denn? Fahre ich richtig? Ja, da ist auch wieder eine Straße dann, ne? Wo stecke ich jetzt? An so einem Bäumchen. Ah, da ist die Straße. Komm raus hier. So, und wo steht die Karre? Ah, hier. Neuer Truck entdeckt. Steht zum Kauf zur Verfügung. Ach, da bin ich jetzt gleich eingestiegen. Ah, der ist ziemlich kaputt, aber das macht ja nichts. Den bergen wir in die Werkstatt. Haha, und schon haben wir einen neuen Truck. Sehr gut. Ein Offroad-Truck. Jawoll. Jawollinger. Da haben wir unseren ersten Offroad-Truck. Sehr gut. So, der hat den 23C und wir haben den 1. Modifizierter Spritverbrauch. 2,6er. 2,7er hat noch mehr Power. Alaska. Okay, also für den Motor müssen wir Alaska erkunden. Sehr gut. Für insgesamt die ganzen Motoren. Das ist okay. Getriebe. Schnellgetriebe. Ausbalanciert Schnellgetriebe. Da müssen wir auch erkunden. Aber das ist Alaska und das ist Michigan. Fürs Offroad-Getriebe. Na gut. So, Federung erhöht. Alaska erkunden. Reifen. Schnellstraße. Oh ja. Eisschlamm. Sehr gut.
Und da brauchen wir Rang 8. Rang 6. Da kriegen wir bisher nur die Schnellstraßenreifen. Also der bringt uns jetzt im Moment noch gar nichts. Standardwinde Medium, Langwinde, Stufe 8, Stufe 16, Stufe 12, Ersatzrad, Stufe 22, Schnorchel, Schiffchen. Hier können wir ein Schiffchen einpacken für 1,7. Wir haben 51.000. Ach, und die, wo wir schon gekauft haben? Nach Straßenschädern, Löchern, Mineralien und anderen Ressourcen. Das verstehe ich allerdings nicht, was das hier sein soll. Ah ja, hier, wir haben doch ein paar fleißige. Was ist denn das hier? Dieser, kann ich hier Mineralien? Was kann ich mit Mineralien? Bringt das Geld? Kann ich die verkaufen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was soll das vibroseismisches Modul, was soll das bringen? Hab keine Ahnung. Sattelkupplung. Kaufen. Beide, ja, natürlich. So, dann schauen wir doch mal Vorderseite. Was haben wir hier? Standard Windschutzscheibe. Chromkappe mit Warnleuchten. Naja. Griffstange. Was haben wir denn aktuell? Gar nichts, oder? Das hier Stufe 17, Stufe 19. Okay, wir haben gar nichts. Gut. Griffstange brauche ich jetzt nicht unbedingt. Klimaanlage, Standard Klimaanlage. Doppelwarnleuchte hoch. Kabinenschutz. Oha. Verchromte Seitenstandlichter. Hörner. Noch mehr Licht. Auspuffschiffchen. Uff. Okay. Hitze isoliert. Standard. Den haben wir jetzt drauf. Boah. Naja. Und die Felgen kosten nichts, oder wie? Ah, offensichtlich nicht. So, welche haben wir jetzt drauf? Die hier. Ich nehme die. Einfach nur, damit wir was anderes genommen haben. So, die natürlich rote Farbe gehört ja jetzt zu unserem Repertoire, zu unserem, was haben wir hier, Kreuz, scheiß drauf, Deko brauche ich jetzt keine. So, gehört ja jetzt zu unserem Fuhrpark. Jetzt haben wir den ersten Offroad-Truck und das ist auch ein ganz schönes Ding. Achso, ich wollte mal nochmal in den Truckshop gehen. Da sind die Scout. So, den haben wir, den Scout 800. Und da ist der Hammer. Ach, ich glaube, wir müssen auch nur an den ranfahren, dann haben wir den schon. Den können wir finden. Kann das sein? So wie den anderen hier. Also wie den Offroad-Truck gerade. Der hier ist ja hier C und der ist A. Also der ist deutlich geiler. Und den würde ich dann auch behalten und richtig schick machen. Denn der ist schlechter, der ist schlechter, der ist schlechter. Der ist noch besser. Der ist aber in Nordamerika nicht verfügbar. Das ist dieses komische Riesenteil. Dieser hier. Der ist ultimativ. Also mit dem kommt man, glaube ich, überall durch. Der hier ist auch nicht so gut, ne? Der hat auch nur B. Und der hat halt A, ne? Leistungsgewicht. Da geht auch was. Oh, Moment. Konnten wir den kaufen? Quatsch.
Wo ist denn der Scout? Kaufen. Erforsche die Gegend. Ja, ja, ich klar. Das, ja. Den haben wir ja schon gefunden. Gut. So, den haben wir geholt. Ich würde gern wieder in meinen Scout reinsitzen, ne? Wenn das geht. Hier. Einsteigen. Scheiß Tageszeit. Nachts will ich nicht. Morgens 6 Uhr, so. Okay, wir waren aber... Jetzt haben wir den Truck geholt, das ist schön und gut. Aber wir waren auf der Suche nach was anderem. Okay. Schnell wieder raus. Schlechte Idee, habe ich gerade gemerkt. Das ist tatsächlich eine schlechte Idee, hier reinzufahren. Denn da haben wir jetzt unseren Motor etwas frittiert. So, sollte aber kein Problem sein. Reparieren. Ersatzrad. So, Motor. Zack, da ist er wieder fit. Dann können wir auch mal tanken. Wie komme ich zurück? Mit V? Nein, Escape. So, dann tanken wir mal nach. F. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Time to play hier bei SnowRunner. Und dann düsen wir mal. Der ist hier, der Turm. Bezwingung der Westberge. Wo ist denn eigentlich unsere Verweis der Lieferung? Da ist noch ein Upgrade. Und da ist der Hammer. Den möchte ich natürlich haben. Stand bei dem hier auch versunken? Verlorener Serviceanhänger. Öltanklieferung. Ah, das sind glaube ich solche Rausgrabdinger. Aber ich müsste mich hier halt schon durchkämpfen irgendwie. Aber da ist dann auch wieder der Steinschlag. Ach ne, der ist hier, okay. Wie, hier kommen wir also raus. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, hier hinzukommen. Dann kommen wir da lang, dann kommen wir hier lang und dann können wir so zu dem Turm fahren. Und da ist der Hammer. Wo war der Hammer? Hier. Da kommen wir von der Werkstatt hier irgendwie wieder durch und dann da lang. Okay, gut. Dann machen wir das so. So, aber das ist in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.